Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Einmal von der anderen Seite. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Wir starten rechte, rechte Hand. Und zwar wollen wir uns rechtsrum zu unserer Dame drehen mit einem kleinen Platzwechsel. Und die rechte Hand wollen wir in einer Caressia-Aktion über den Kopf des Herren legen. Sieht so aus, wir tanzen. Eins, zwei und drei. Hierbei schnappe ich die andere Hand unten dazu. Das müsste die Dame eigentlich im Augenwinkel so ein bisschen sehen. Sonst müsste der Herr, wenn die Dame die Hand jetzt ganz unten hängen hat, sich die Hand hier unten holen. Aber eine gute Dame passt ein bisschen auf. Und wenn der Herr bei der Caressia-Aktion hier die andere Hand zeigt, dann bedeutet das, ah, die möchte er haben. Okay, wir drehen uns als Paar weiter rechts herum. Und ich nehme die Hand, die ich neu gefasst habe, nach oben hoch und drehe mich rechts rum von meiner Dame weg. Wir tanzen 1, Schattenposition, ich lege die linke Hand auf meine linke Schulter, 2, zur Dame drehen und 3. Jetzt wollen wir die Dame gleich in ein Sweetheart rüberholen. Dafür nehme ich die linke Hand aus meinem Schulterbereich weg, über meinen Kopf, über den Kopf der Dame und dann habe ich die Dame an der rechten Seite im Sweetheart. Beim Rückweg wollen wir eine kleine Verlängerung tanzen. Normalerweise würde ich jetzt die linke Hand loslassen. 1, 2, Handwechsel und 3. Und wir wollen 2 kleine Laufschritte einbauen. Das bedeutet, wir tanzen Lauf, Lauf mit so kleiner Gegendrehung. Wenn ihr das gesehen habt, hier nicht einfach nur gerade auslaufen, so Lauf, Lauf, ja. Sondern hier kann man sich auch mal anschauen. 1, 2, da hätten wir die Gegendrehung, hin wieder zurück. Und jetzt ganz normal mit einem Grundschritt die Dame rausdrehen. 1, 2, Handwechsel und 3.